noch 4052 Kilometer. Ja, und was haben wir hier? Einen Aston Martin, einen Lambo, das ist ein... ich kann es nicht genau sehen. Ja, und nochmal den RS. Aber ich glaube, wir steigen einfach mal um auf den Lambo. Das ist der... Nee, das ist der Hecktriebler, glaube ich. Und nicht der Allrad. Aber egal. Ja, und damit Etappe 3 abgeschlossen. Und weiter geht's mit der nächsten Etappe. Desert Hills. Nächste Location. North Shore Road. Im Valley of Fire. Und wieder 10 Positionen gut machen. Mit unserem wunderschönen Lambo. Ich hoffe, ich komme mit dem Handling jetzt so klar nach dem Porsche. Boah, Hilfe. Oh, ein Lotus Elise. Und ein LKW. Hä, hey, das war jetzt ungewollt, aber geil. Komm, mach Platz. Alter, jetzt hänge ich dem auf dem Heck. So. Und den auch noch überholt. Oh, da vorne ist auch ein Lambo. Na, hat die Abkürzung so viel bringt. Ah, ein bisschen was. Wow. Hilfe! Jetzt waren wir hier aber dicht auf dicht. Ui, der Lotus sieht geil aus. Ach, wir haben ja noch über 2 Kilometer. Nein! Na du! Boah! Du bleibst schön hinter mir. Also, ich merke echt, das Handling vom Lambo ist schon schwieriger als das vom Porsche. Ich freue mich natürlich, wenn ich auf einen Allradler umsteigen kann, weil die, finde ich, sind immer noch am besten zu handeln. Oh, Hilfe! Ja, und leicht lädiert das Rennen abgeschlossen. Und wir haben jetzt Position 129 inne. Weiter geht's. Marcus Blackwell. Ja, das ist eigentlich alles uninteressant. Abgesehen davon,
dass Marcus eben Jacks Erzfeind ist und alles daran setzen will, ihn aus dem Rennen zu werfen, warum auch immer. Wie man da sieht. Ah, ein Zeitrennen. Ja, das hier ist auch wieder so eine wunderschöne Landschaft, meiner Meinung nach. Oh, shit. Den habe ich zu spät gesehen. Deshalb immer Augen auf im Straßenverkehr. Es könnte immer sein, dass auf einmal ein LKW vor dir auftaucht. Oder irgendwas anderes Großes, was dir nicht gut bekommt. Ja, dieses Mal. Wow! Und ein Stein. Die kommen auch übrigens nicht gut. Ich glaube, dieses Mal fahre ich nach rechts in die Abkürzung. Ach, hier vorne. Um einfach an dieser scheiß Kurve vorbeizufahren. Ups. So. Na, das hat doch noch gepasst. Und schön auf der Gegenfahrbahn weiter. Oh. Da hat irgendwas Feuer gefangen. Hoffen wir mal, es war Marcus. Obwohl, nein. Sowas wünscht man eigentlich keinem. Ah, dieses Mal auch nicht die Auszeichnung fürs perfekte Rennen. Das kriegt man nämlich nur, wenn man keinen einzigen Reset benutzen musste. Nächste Location, Rockville. Noch 3815 Kilometer. Oha. Jetzt mit dem Lambo durchs Gelände. Na, würde ich eigentlich lieber mit einem Allradler machen, aber... Naja, mal gucken, wie es jetzt so klappt.
Ups. Boah, fahr mir genau vor die Haube, ist klar. Ups, tut mir leid. Nicht. Was der da gerade gemacht hat, auch keine Ahnung. Boah, ich hoffe, gleich geht's wieder auf die Straße. Also auf befestigte Straße. Kommt man mit dem Lambo, glaube ich, wesentlich besser klar. Ah, ein Prezzer. So einen hätte ich jetzt auch gerne. Oder eben den, ach Mensch, wie heißt er denn noch? Den Lamborghini Allrad. Der LP644 oder wie der heißt. Noch ein Subaru. Ah, sehr schön. Ja, oder auch nicht. Ist der jetzt hinter uns her? Nee, ist er nicht. Ups. Mach. Na boah, Alter. Zwei Kilometer. Bist du jetzt hinter mir her? Nee. Psala. Ah. Porsche sind der, Cayenne will mich offensichtlich stoppen. Der auch schon leicht lädiert aussieht. Komm, geh mir aus den Augen. Na? Zum Glück hebe ich mir mein Nitro immer dafür sowas auf. Damit man Fahrfehler mal eben wieder ausgleichen kann. Weiter geht's. Sechs Positionen gut machen und ich habe eine Tankstelle verpasst. Verdammt. Sechs Positionen gut machen und Cops. Und ich habe vergessen, die Location vorzulesen, aber wurde ja gerade. Haben wir ja gerade über Funk gehört. Es ist der Million Dollar Highway. Hier sehr schön um die Serpentinen drumherum gedriftet. Ich glaube, solche Strecken hier fahre ich eigentlich am liebsten mit einem Allradler, weil die sich in so Kurven am besten handeln lassen. Oder mit einem Fronttriebler, damit könnte es auch ganz nett sein. Oder Lambo. Boah, macht doch Platz. Der Lamborghini hat ja, glaube ich, Heck. Von daher sieht man, bricht er schnell aus.
probieren wir mal, ob die Abkürzung uns weiterbringt. Nicht wirklich, glaube ich. Nein. Das finde ich sowieso so krass, dass... Au! Dass der Cayenne einfach so mithalten kann. Komm, geh mir aus den Augen. Oh. Ah, kommt man ja super durch. Driften mache ich eigentlich nicht so gerne, weil das kostet extrem viel Zeit. Aber manchmal lässt es sich eben nicht vermeiden.